Hier ist ein fertiger Packsattel und ich erkläre dir das mal ganz kurz von innen nach außen quasi. Das ist der eigentliche Packsattel, der Teil, der auf dem Rücken aufliegt. Hier sind die Kissen. Das sind französische Kissen, das heißt, die haben einen Wollfilz Socken quasi innen drin, der gefüllt ist mit Rosshaarwolle. Dadurch wird das so schön prallen, dann ist er mit Leder überzogen. Dann das, was du hier siehst, das ist mit Leder umzogenes Holz. Schichtholz, was gebogen ist und an den Rücken angepasst ist. Es ist sozusagen, hat einen Schwung und einen Twist von der Schulter, ne, die quasi so steil ist, hinten zum Rücken, zum hinteren Teil quasi. Die Trachten selber sind zueinander beweglich. Das heißt, sie passen sich immer ideal an den Rücken an. Die Wolle setzt sich auch nach einer Zeit perfekt in Form. Obendrauf ist das Stahlgerüst. Pulver beschichtet, genau, extrem stabil. Dann diese schwarzen Teile hier, ich gehe mal näher ran. Das sind die Schnallen, an denen du das Gepäck befestigen kannst. Erst provisorisch und dann wird das später in Ruhe im Seil schön verknotet. Entweder mit, ne, mit diesen entsprechenden Knoten, Barrel Hitch oder Box Hitch. Genau, so, dann geht es hier weiter zu den Seiten. Runter, was hier mit diesen fetten Riemen in der Höhe einstellbar ist, sind diese beiden Seitenpaneele quasi. Die sind auch mit Filz unten unterfüttert, damit sie schön weich aufliegen. Die haben mehrere Funktionen. Also erstmal halten sie, schützen sie die Flanken, wenn das Gepäck aufliegt. Zusätzlich siehst du hier, sind da die Sattelgurte dann später verknotet. Und damit der Knoten quasi nicht auffliegt, ist das durch diese Seitenpaneele weggehoben von der Flanke, ne? Also die liegen natürlich dann hängen dann gerade runter und du kannst die halt genau einstellen, wo du sie haben möchtest. Idealerweise halt am weitesten Punkt. Genau. Dann weiter geht's. Das Vorderzeug, das ist quasi dieser ganze Teil hier vorne. Und dieser Teil. Und den kannst du dir hier mit diesem Riemen genau einstellen, dass er schön liegt. Ne? Gerade wenn es bergauf geht, ist es wichtig, dass der Sattel sozusagen nicht nach hinten rutscht, weil sonst musst du alles abladen und den Sattel wieder nach vorne ziehen und wieder aufladen. Das kann immer mal passieren. Bei einem Packsattel muss alles super stabil sein. Wenn du selber im Sattel bist, kann man das immer noch ein bisschen austarieren und hier muss einfach alles super robust sein. Deswegen ist es wichtig, dass diese Geschirre auch sehr gut sitzen. Ich kann dir nochmal ganz kurz was im Detail zeigen. Die Oberseite hier, das ist Filz, das doppelgelegt ist, kommt quasi hier in deinem Leder hoch und geht hier auf der anderen Seite wieder runter. So, und das ist wichtig, wenn es scheuert, ne, dass diese Seite hier schön rund ist. Und Filz ist einfach super atmungsaktiv, ja, erzeugt super wenig Reibung, weil das Material an sich weich ist, weicher als das Pferdehaar. Und ja, ist super robust. Hier kannst du das Vorderzeug, angenommen du möchtest den Sattel abladen, einfach rausholen, öffnen. Ja, wenn das einmal eingestellt ist, dann kannst du den nämlich zur Seite machen und dann hast du hier das vorne frei. Hinten das Hinterzeug oder Spider, sieht so ein bisschen aus wie eine Spinne. Genau, das kannst du dir auch, das muss halt auf der Kuppe oben liegen. Das heißt, das kannst du dir genau einstellen, wo das liegen soll, mit diesem Riemen hier und dann auf welcher Höhe das soll. Das ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem Kutschengeschirr, wo das liegt, sondern es muss gucken, und gerade wenn du bergab gehst, dass du eine schöne horizontale Ebene bis zum Beispiel zu dieser Seitenpaneele hast. Da hake ich das immer ganz gerne ein. Dann haben wir nämlich so einen durchgehenden Kraftfluss Vorderzeug über diese Seitenpaneele zum Hinterzeug. Und genau, das kannst du dir auch alles einstellen. Und das musst du ja einfach nur zum Abnehmen, bringst es einfach oben hoch und dann kannst du den Sattel so runternehmen. Genau, was gibt es da noch zu sagen? Die Kissen sind hier mit sozusagen geflochtenen Laschen auf diese Holzpanel aufgezogen. Hier siehst du sie, diese. Da kannst du das sehen. Das sind die Holzpanel. Da sind die aufgeschoben. Das heißt, wenn man das mal nachpolstern müsste, dann kann man das hier lösen, kriegt die Panel abgezogen und dann kann man die Wolle tauschen
oder ja, genau, entweder tauschen oder anpassen. Ja, hier ist alles komplett aus Leder oder Stahl und kein Plastik, also einfach ja, natürliches Produkt, richtig hochwertig, super geiles Geschirrleder, das ist halt super dick, ne, super fest, habe ich hier doppelt gelegt. Die Schnallen, das sind alles Messingschnallen und ja, fette Ringe hier speziell, ne? Hier ist sozusagen einfach eine Westerngurtung quasi, da kommt dieser Krawattenknoten ran und ja, was hier noch fehlt, sind die sozusagen gelochten Riemen, wo die Rückseite quasi des Sattelgurts eingehängt wird. Und hier vorne hast du dann diese stufenlose Einstellung, diese klassische mit dem Western-Sattelgurt. Und ja, das macht es einfach extrem leicht zu handeln. Und das kannst du genau einstellen, wie der Druck ist und so. Und gerade diese zwei Sattelgurte ermöglichen dir halt, ne, diesen Sattel extrem ja, stabil einzustellen, dass sich da nichts bewegt. Und das ist super wichtig. Und ja, genau. Ansonsten wichtig ist natürlich, dass das Gepäck auf beiden Seiten genau gleich schwer ist, möglichst gleich beladen. Genau, weil sonst rutscht das, es kann halt dann anfangen zu rutschen. Wie gesagt, wenn man selber im Sattel sitzt, dann würde man das immer automatisch oder bewusst korrigieren, aber ein Packsattel macht das halt nicht alleine. Genau. Ja. Das ist das Paket.